Das Handtelefon, liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten oder von wo auch immer Sie uns gerade zusehen. Das Handtelefon ist ein denkbar ungeeignetes Werkzeug, um sämtliche Freunde und Bekannte fortlaufend über den momentanen Standort oder die aktuelle Seelenverfassung auf dem Laufenden zu halten. Eine Einschätzung, die sicher nicht nur die Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs teilen. Speziell für das Senden und Empfangen kurzer, aber permanenter Lebenszeichen hat man jüngst sogenannte Microblogging-Dienste erfunden, wie beispielsweise Twitter, die man im Netz kostenlos und bislang auch werbefrei nutzen kann. Twitter ist das englische Wort für Zwitschern und für die einen die schärfste Erfindung seit der Pepperoni-Praline, für die anderen der endgültige Sieg der Geschwätzigkeit in einer eh schon geschwätzigen Welt. So oder so, auf die Welt der 140-zeichigen Bonsai-Botschaften lohnt durchaus ein etwas längerer Blick. Das Zauberwort in Twitterland heißt Follow. Ein Klick genügt und die Nachrichten von Freunden und Bekannten landen kontinuierlich auf der persönlichen Twitter-Seite. Für den Rundversand der eigenen Mitteilungen dient ein klassisches Webformular. Diese unspektakulären Zutaten genügen, um komplexe Netzwerke aus Verfolgern und Verfolgten entstehen zu lassen. Jeder Bewohner von Twitterland stellt sich seine Textströme selbst zusammen. Für den Brückenschlag in die sogenannte echte Welt sorgt der fast schon altmodische SMS-Dienst. Wer will, kann sich die Nachrichten seiner Freunde zuschicken lassen oder Erlebtes und Gesehenes direkt ins Handy twittern. Über eine Programmierschnittstelle, die sogenannte API, haben auch unabhängige Entwickler Zugriff auf das Twitter-System. So sind in kürzester Zeit unzählige Zugangskanäle zum Twitter-Strom entstanden. Und das hat selbst die Gründer überrascht. Very early on we thought it would be a good idea to open up some of our infrastructure. Als wir auf die Idee kamen, unsere Infrastruktur zu öffnen, damit andere damit herumspielen, hätten wir nie gedacht, dass in knapp einem Jahr mehr als 300 Applikationen darauf aufbauen würden. Angefangen bei Erinnerungsdiensten, die einem eine Nachricht zusenden, in der zum Beispiel steht Mutti anrufen, bis zu Diensten wie Twitter Vision. Das ist eine Weltkarte, aus der in Echtzeit einzelne Nachrichten herausploppen. Das ist sehr faszinierend und lässt die Welt sehr klein erscheinen. Dank Twitter Vision können sich Außerirdische die mühsame Anreise zu unserem Planeten sparen. Der Dienst enthüllt in Echtzeit, was Erdbewohner denken, fühlen und zu sagen haben. Im Grunde genommen ist es jetzt für mich ein bisschen ins Büro reinreden. Aber auch gleichzeitig ist es eine Möglichkeit, mit Leuten Kontakt aufrechtzuerhalten, mit denen ich sonst keinen Kontakt haben könnte, aus Mangel an Zeit. Wenn die Bahn streikt, dann weiß es halt jeder, dass ich gerade sauer bin darüber, dass ich nicht nach Hause komme. Wenn ich unterwegs bin, twitter ich viel, wo ich gerade bin oder wenn ich zum Flughafen fahre, wo ich hinfliege, was ich da mache. Wenn ich vor Ort bin, twitter ich manchmal so meinen desolaten Gemütszustand, wenn ich ein bisschen das Köpfchen getätschelt haben möchte von Freunden. Doch Vorsicht, diese ins Büro reingerufenen Aufforderungen zum Köpfchen tätscheln stoßen nicht überall auf Verständnis. Ich glaube, mein Freundeskreis hält mich für eine liebenswerte, aber arme Irre, bei der man sich seit 10 Jahren über gar nichts mehr wundert. Ja, mein soziales Umfeld hält es meistens für total bekloppt. Und ich gerate sehr oft in Erklärungsnot. Mit meiner Freundin hatte ich ewig lange Gespräche darüber, warum ich denn solche Dinge denn in Twitter für die gesamte Welt reinschreibe. Aber das ist halt normal. Der deutschen Printpresse sind die kleinen Twittereien sogar den Einsatz der ganz großen Giftspritze wert. So lästert die Financial Times Deutschland über Twitter, das aus dem Elend des Kurzzeitgedächtnisses Kapital schlägt. Über Tourette-Syndrom ähnliche Zweizeiler. Und über Sätze abgründiger Bedeutungslosigkeit, die manche aus der Gruppe der denkenden Wesen disqualifizieren. Für die Wirtschaftswoche ist Twitter hingegen eine Art virtueller Gedankenlokus, der vom Laptop, Mobiltelefon oder Blackberry gefüllt wird und überquillt. Während der Fokus vor Zwitscher-Wahnsinn und Seelenstriptease warnt.
Einmal mehr scheint das Abendland in höchster Gefahr, diesmal bedroht von 140 barbarischen Buchstaben. Das Auftauchen neuartiger Informations- und Kommunikationsgeschmacksrichtungen führt bei Kulturpessimisten eben zwangsläufig zu einer Stimulation ihrer Beißreflexe, ein Automatismus mit langer Tradition. Das ist immer dieselbe Leier. Als der Telegraph erfunden wurde, sagte wahrscheinlich auch jemand, wenn es wert ist, gesendet zu werden, dann sende es mit einem Pferd. Informationen hin und her schicken, das ist trivial. Es geht nicht um den Inhalt einer einzelnen Nachricht. Natürlich ist der oft banal. Das Wort Twitter steht für kurze Ausbrüche trivialer Informationen. Wichtig ist, Menschen verbinden sich und schicken einander Botschaften, die ihnen etwas bedeuten. Das ist wie bei jeder neuen Geschichte mit Telefon, Mail, eben halt auch Blogs. Man braucht eine Weile, um das Potenzial zu erkennen. Und das kann man nur erkennen, wenn man das benutzt. Belanglos, geistlos, irrelevant lauten die Lieblingsadjektive der meisten Mahner. Der Soziologe Jan Schmidt verortet diese Kritiker auf dem falschen Dampfer und bescheinigt ihnen ein mediales Verständnis aus dem letzten Jahrhundert. Das ist ja das Grundmodell der Massenmedien. Journalisten filtern nach bestimmten Relevanzkriterien Dinge, die sie dann öffentlich machen, für andere zugänglich. Und damit geben sie diesen Dingen gleichzeitig das Siegel, das ist jetzt gesellschaftlich relevant. So, und auf einmal haben wir im Netz Öffentlichkeiten, diese persönlichen Öffentlichkeiten, in denen Dinge auch öffentlich im Sinne von zugänglich werden, die aber überhaupt keinen Anspruch auf gesellschaftliche Relevanz erheben, sondern die von persönlicher Relevanz sind. Was auf den ersten Blick aussieht wie das große Manko von Diensten wie Twitter, das Unspektakuläre, Banale und Triviale entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ihre große Stärke. Das Netz bereichert plötzlich unseren Alltag um völlig neue Alltäglichkeit. Mit Twitter können dir ganz einfache Dinge passieren. Zum Beispiel twitterst du, bin gerade in Amsterdam angekommen und jemand antwortet plötzlich, ich lebe in Amsterdam, soll ich dich auf ein Bier einladen? So wird das einer scheinbar trivialen Nachricht Wertvolles. Es ist eine Art soziale Alchemie. Oberflächlich ist da sehr viel bedeutungsloses Zeug, aber daraus entsteht Wertvolles. Der Journalist Clive Thompson schwärmt in der Zeitschrift Wired sogar von Twitter als einem sechsten Sinn. Nachdem meine vier engsten Freunde 5 Monate lang Dutzende von Updates schickten, begann ich ein nahezu telepathisches Bewusstsein für diese Leute zu entwickeln, eine soziale Tiefensensibilität. Kritiker verhöhnen Twitter als Narzissmus, aber es ist genau das Gegenteil. Es ist praktisch Kollektivismus. Man erschafft ein gemeinsames Verständnis, das größer ist als man selbst. Größer als man selbst war in letzter Zeit vor allem der Andrang, den Twitter bewältigen musste, was häufig dazu führte, dass tagelang kaum noch etwas ging. Ergebnis: Der Ruf nach einer dezentralen Twitter-Alternative wird immer lauter. Plattformen wie Twitter sind proprietär. Das bedeutet, man kann nur innerhalb der Plattform Nachrichten verschicken. Das ist vergleichbar vielleicht wie die ganz frühen Mailsysteme bei AOL mal waren. Man konnte damals nur innerhalb von der AOL-Plattform Mails verschicken und lesen. Es war nicht möglich, plattformübergreifend Mails zu schicken. Und damit könnte man das ungefähr vergleichen. Open Microblogging nennt sich diese junge Idee. Das Ziel: Künftig soll es gleichgültig sein, bei welchem Dienstanbieter sich Verfolger und Verfolgte angemeldet haben. Außerdem: Dank des offenen Standards ist es möglich, eigene Server in das Kurznachrichtennetz einzuklinken oder an der Weiterentwicklung mitzuarbeiten. Ein Prinzip, das schon mehrfach hervorragend funktioniert hat. Beispielsweise beim Internet selbst. Es ist eine großartige Erfindung, aber wer würde so etwas benutzen wollen, fragte 1877 der damalige US-Präsident Hayes und meinte damit das Telefon. Ob Microblogging dereinst in die allgemeine Selbstverständlichkeitssphäre aufsteigen oder in der Nerd-Nische verbleiben wird, die Zeit wird's zeigen. Und apropos Zeit, ich wünsche Ihnen eine inspirierte Zeit, bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.